Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Lange hat die Politik an ihm festgehalten, doch jetzt ist die Gnadenfrist für Deutschlands umstrittensten Bankchef endgültig abgelaufen. Unsere Tagesthemen. Schmutzige Skandale. Nordbankchef Nonnenmacher muss gehen. Außerdem strahlender Müll, geplante Castor-Transporte in den Ural und brisantes Fazit, die Memoiren des George W. Bush. Die Hauptfigur in der Geschichte, mit der wir heute beginnen, wurde nach einem berüchtigten Wissenschaftler benannt. Einem fanatischen Wissenschaftler, der sich jedem skrupellos entledigte, der nicht in seiner Verbrecherorganisation mitmachen wollte. Die Rede ist von Dr. No, jenem Gegenspieler von Filmheld James Bond, dem Dirk Jens Nonnenmacher, Chef der Haaser Nordbank, seinen Spitznamen verdankt. Auch wenn die Parallelen zwischen Dr. No und Professor Nonnenmacher selbstverständlich übertrieben sind, so soll der Nordbankchef zumindest riskante Geschäfte gemacht und mit nicht ganz so freundlichen Tricks versucht haben, Mitarbeiter loszuwerden. Und am Ende ist das Leben mal wieder wie im Film. Der Bösewicht muss sich geschlagen geben. Daniel Sattra berichtet. Ohne viel Worte macht sich heute Schleswig-Holsteins Regierungschef Peter-Harry Carstensen aus dem Staub. So kurz angebunden wie sein CDU-Kollege in Hamburg, der erste Bürgermeister Christoph Ahlhaus. Nach der entscheidenden Sitzung überlässt auch er es lieber seiner Sprecherin zu erklären, dass man den offenbar ungeliebten Landesbankchef nun loswerden will. Der Hamburger Senat und die Landesregierung Schleswig-Holstein haben heute den Aufsichtsratsvorsitzenden Hilmar Kopper gebeten, die erforderlichen Schritte einzuleiten, um eine Trennung von Professor Nonnenmacher zu erreichen und den Vorstandsvorsitz der HSH Nordbank neu zu besetzen. Das ist ja eben Rückblick. Vor zwei Jahren tritt Dirk Jens Nonnenmacher als Sanierer an. Doch dann decken Journalisten hochriskante Geschäfte bei der Landesbank auf. Nonnenmacher wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Schon als Finanzvorstand soll er verlustträchtige Transaktionen genehmigt haben. Seine Unterschrift findet sich auf den Papieren. N.O. für Nonnenmacher. Seine Bank soll so mindestens eine halbe Milliarde Euro verloren haben. In diesem Zusammenhang haben wir in der Vergangenheit ausreichend Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass hier möglicherweise Pflichtwidrigkeiten im Bankgeschäft vorgenommen worden sind. Und im Übrigen haben wir Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass in Quartalsberichten und anderen Mitteilungen falsches Zahlenmaterial dargestellt worden ist. Nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft Bank- und Privatwohnungen durchsucht hatten, blieb der Verdacht der schweren Untreue und der Bilanzfälschung. Nonnenmacher nennt die Ermittlungen absurd. Doch der Krimi nimmt kein Ende. Bespitzelungsvorwürfe werden laut. Im Auftrag seiner Bank soll eine Sicherheitsfirma hochrangige Mitarbeiter und Politiker ausgespäht haben. Hilmar Kopper, Aufsichtsratschef bei der HSH Nordbank, hat Nonnenmacher lange den Rücken gestärkt. Nun soll Kopper Nonnenmacher entlassen, denn das kann nur der Aufsichtsrat der Landesbank. In den Ländern heute Zuversicht, schließlich sind sie die Mehrheitseigner der HSH Nordbank. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Aufsichtsrat dem Willen des Anteilseigners, der sich in 85,5% äußert, wirklich ernsthaft nicht folgen. Trotzdem Kritik von der Opposition. Viel zu lange hätte man an Nonnenmacher festgehalten. Jetzt lässt man sich dafür feiern, dass man etwas tut, was schon längst hätte passieren müssen. Und das wahrscheinlich auch noch ziemlich teuer. Ich bin mal gespannt, wann die Öffentlichkeit erfährt, was die ganze Chose kostet. Eins scheint sicher. Nonnenmacher kann auf eine Abfindung in Millionenhöhe pochen, solange die Vorwürfe gegen ihn nicht bewiesen werden. Das Ende einer Bankerkarriere und die Rolle der Politik kommentiert nun Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk. Es ist ein Wirtschaftskrimi, der heute seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. In der Rolle des Schurken einer, der auffällig gestreifte Anzüge und viel Pomade im Haar trägt. Dr. No, wie er in der Bank filmreif genannt wird, gibt der Finanzkrise in Deutschland ein Gesicht. Und seine Nordbank macht mehr Schlagzeilen als Geschäfte. Fast täglich neue Meldungen über falsche Bilanzen, illegale Abhöraktionen und gefälschte Beweise. Und immer im Zentrum der Kritik Vorstandschef Nonnenmacher. Der versteht sich darauf, die öffentlichen Kassen zu leeren und die eigenen zu füllen. Geschickt hat er das klamme Hamburg und das finanzschwache Schleswig-Holstein zu einer Kapitalspritze von 3 Milliarden Euro gebracht und zu Garantien über 13 Milliarden Euro.
Danach stimmten die Landespolitiker einem 2,9 Millionen Bleibebonus für Nonnenmacher zu. Heute, ein gutes Jahr später, soll er gar nicht mehr bleiben, sondern gehen. Die Regie bei diesem schlechten Krimi hat die Politik geführt. Die Landesregierungen waren es, die immer hohe Gewinne von ihrer Bank forderten. Die Landesbanker verstanden das als Aufforderung, auch die miesesten Risiken zu akzeptieren. Mit der Finanzkrise war das vorbei. Jetzt ist es wieder die sich oft so ahnungslos gebende Politik, die Nonnenmacher seine Rolle wegnimmt. Eine Entscheidung, die Beifall und Ruhe bringen soll. Doch die Probleme der Nordbank bleiben. Und die Millionen, die Nonnenmacher bei einem vorzeitigen Abtritt bekommen wird, zahlt erneut der Steuerzahler. Ein guter Krimi geht anders aus. Holger Ohmstedt kommentierte. Heute Morgen nun ist der Castortransport in Gorleben angekommen, Behälter eingelagert, Mission erfüllt. Doch wer glaubt, die Demonstranten gingen nun mit hängendem Kopf nach Hause, wird sich wundern. Der längste und größte Widerstand in der Geschichte Gorlebens wird, wie unsere Reporter vor Ort allesamt erlebten, wie ein Sieg gefeiert. Euphorisch darüber, dass ähnlich wie beim umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 plötzlich eine für die deutsche Demo-Muffeligkeit völlig untypische, zumindest gefühlt neue Bürgerbewegung ausgemacht wird. Beharrlich in dem Willen, die Regierung nicht in Ruhe zu lassen, bis es eine Antwort gibt auf die drängendste Frage vieler Menschen. Wo nur entlagern dieses Zeug, das unvorstellbar lange radioaktiv strahlen wird? Eine Bilanz des Anti-Atomkraft-Protests zieht Frank Bemroth. Allen war klar, er kommt an. Doch dass dieser 12. Castortransport in das Zwischenlager in Gorleben so lange, insgesamt 92 Stunden dauern würde, einen Tag länger als geplant, damit hatte keiner gerechnet. Auch auf den letzten Kilometern müssen die Atommüllbehälter von Polizeihundertschaften bewacht werden. Gleichwohl, der Widerstand ist zu diesem Zeitpunkt eingeschlafen und der Begeisterung gewichen. Ich sage mal, dies ist der höchste Wahnsinn. Also ich sage mal, Hut ab für die ganzen Leute, die uns hier so unterstützt haben. Wir machen das ja schon 30 Jahre, ne? Aber ich sage mal, das war spitzenmäßig und hoffentlich kommen noch mehr Leute. Zuletzt wird der Castor in der Nacht aufgehalten. In Dannenberg blockiert über Stunden ein modernes trojanisches Pferd die Strecke. Außen ein Bierlaster, drinnen haben sich Aktivisten in die Straße einbetoniert. Der LKW kann nicht mehr bewegt werden, ohne die Demonstranten zu verletzen. Dafür gibt es von den anderen Bürgerinitiativen Applaus bei der traditionellen Castor-Pressekonferenz am Mittag. Wir werden getragen von einer neuen Anti-Atomkraft-Bewegung, so das Fazit hier. Die Ankunft des Castors fühle sich diesmal nicht an wie eine Niederlage. Wir gehen alle mit ganz viel neuer Kraft und Energie aus diesen Tagen. Und die Anti-Atom-Bewegung hat ja schon in den letzten Monaten einen großen Aufschwung genommen. Aber ich denke, diese Tage bringen uns noch mal mehr Schwung. Und wir haben die nächsten Projekte schon im Auge und wir werden weiter Druck machen. Ich freue mich auch, dass die Bürgerinitiativen ihr Wort gehalten haben und die Friedlichkeit im Straßentransportbereich insbesondere und auch in Harlingen eingehalten haben. Gleichwohl, die Bilanz der Sicherheitsbehörden fällt ernüchternd aus. Mehr als 20.000 Polizisten mussten den Transport schützen. Die Kosten für den Einsatz werden auf 25 Millionen Euro geschätzt, die wie immer allein das Land Niedersachsen tragen soll und nicht zum ersten Mal für wenig Verständnis sorgt. Hier haben wir durchaus eine Dauerbelastung für das Land Niedersachsen schon in den letzten Jahren gehabt. Und wir sind schlichtweg nicht mehr bereit, diese Sonderlast zu tragen. Das Wendland kommt jetzt erst einmal wieder zur Ruhe. Dass es nicht zu ruhig wird, dafür hat heute das Niedersächsische Landesbergamt gesorgt. Trotz laufender Klagen hat es entschieden, dass die Erkundung des Salzstocks und möglichen Endlagers Gorleben weitergehen kann. Eine Entscheidung, die bei den Menschen im Wendland auf Kritik und weiteren Widerstand stoßen wird. Ja, und während der eine Castor sein Ziel erreicht hat, plant die Bundesregierung bereits den nächsten Transport von Atommüll und gießt damit neues Öl ins Feuer der Protestbewegung. Denn dieses Mal sollen Brennelemente ausgerechnet nach Russland verfrachtet werden. Ein Land, das nicht gerade für seinen verantwortungsvollen Umgang mit strahlendem Material bekannt ist. Es handelt sich um Atommüll aus dem ehemaligen DDR-Atomforschungszentrum Dresden-Rossendorf, das im westfälischen Ahaus zwischengelagert wurde und schon bald die Reise ins russische Majak antreten soll. In ein Atommülllager, das massiv radioaktiv verseucht ist. Über einen der lebensgefährlichsten Orte der Welt, Georg Restle. Dieses Land ist dem Tod geweiht.
Die Gegend gilt als das am stärksten radioaktiv verseuchte Gebiet der Welt. Schlimmer als Tschernobyl. 2000 Kilometer östlich von Moskau am Rande Europas liegt Russlands älteste Atomfabrik Majak, zu Deutsch Leuchtturm. Kameras gelangen selten hierher. Diese Fotos gehören zu den wenigen neueren Aufnahmen, die es von der Anlage gibt. Hier also sollen demnächst die knapp 1000 Brennelemente aus Deutschland angeliefert, aufbereitet und entgelagert werden. Für russische Umweltschutzorganisationen ist dies ein Skandal. Majak ist durch eine ganze Reihe von Havarien bekannt und das schon seit 60 Jahren, seit diese Anlage besteht. Die Probleme und Risiken solcher Unfälle sind aber immer noch nicht beseitigt. Jährlich geraten etwa 5 Millionen Kubikmeter radioaktiven Abfalls in die Umwelt. Das ist eine absolut schmutzige Technologie. 1957 ereignete sich in Majak eine der schlimmsten radioaktiven Unfälle der Atomgeschichte. Nach der Explosion eines unterirdischen Tanks gelangte stark radioaktiv verstrahlte Materie in die Umwelt und verseuchte die gesamte Region. Aber auch in der Folgezeit wurde kontaminiertes Wasser in den Fluss Tetscher eingeleitet, aus dem über 100.000 Menschen ihr Trinkwasser bezogen. Der letzte größere Unfall liegt gerade einmal 3 Jahre zurück. In Majak wird praktisch ein medizinisches Experiment an der Bevölkerung durchgeführt. Atommüll aus Deutschland wird verarbeitet und ein Teil davon wird in die Umwelt geschmissen. Diese verseuchten Abfälle gelangen dann durch den Fluss Tetscher wieder zurück zu den Menschen. Diese Aufnahmen sind fast 15 Jahre alt. Aber die Sicherheit in der Anlage habe sich seitdem kaum verbessert, sagen russische Atomenergieexperten. Immer noch bestehe ein hohes Strahlungsrisiko für die Bevölkerung. In den letzten 20 Jahren hat sich praktisch nichts getan. Die Modernisierung kostet viel Geld, das Personal ist alt. Auch deswegen gibt es fast jährlich Meldungen von Radioaktivität, die dort austritt. Majak ist überhaupt nicht geeignet für die Atomtransporte aus Deutschland. Vor wenigen Monaten drohte eine ganz andere Gefahr für die Atomfabrik. Die katastrophalen Wald- und Torfbrände dieses Sommers kamen Majak so nahe, dass bereits über eine großflächige Evakuierung der gesamten Region nachgedacht wurde. Am Ende verschonte das Feuer Majak und den naheliegenden Ort Asjorsk am Rande des Sees Irtasch, dessen Wasser so stark radioaktiv verseucht ist, dass wahrscheinlich nie wieder ein Mensch daraus trinken kann. Zurück ins Inland und zu guten Nachrichten für Rentner, die sich in diesem Jahr noch mit einer Nullrunde zufrieden geben mussten. Aber im kommenden Jahr könnte wieder mehr drin sein. Judith Rackers. Die etwa 20 Millionen Rentner in Deutschland können für 2011 auf ein leichtes Plus ihrer Bezüge hoffen. Die Deutsche Rentenversicherung erwartet, dass die Altersbezüge Mitte des Jahres um etwa 1% steigen. Grund sei die gute Entwicklung der Konjunktur und der Einkommen. Die endgültige Entscheidung über die Anpassung der Rentenbezüge fällt im kommenden Frühjahr. Empfänger von EU-Agrarbeihilfen werden vorerst nicht mehr öffentlich genannt. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass der Datenschutz bei der Veröffentlichung der Namen nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner ließ die entsprechende Liste im Internet sperren. Die Bundesregierung sieht sich durch das Urteil bestätigt. Sie hatte die Daten erst auf Druck der EU ins Internet gestellt. Die Börsen zeigten sich heute uneinheitlich. An der Wall Street fiel der Dow Jones leicht auf 11.347 Punkte. Der DAX dagegen stieg auf 6.788. Einen Höhenflug legt derzeit der Goldpreis hin. Er stieg heute wieder auf über 1.000 Euro für eine Feinunze. Mehr dazu von Michael Best. Amerikas Notenbank will in den kommenden Monaten Anleihen im Wert von 600 Milliarden Dollar kaufen. Sie wird damit das amerikanische Haushaltsdefizit finanzieren, zumindest vorübergehend. Das verstärkt die weit verbreitete Furcht vor einem Wertverfall der Papierwährungen, des Dollar, auch des Euro. In Euro bezahlt hatte die Feinunze Gold im Juni mit 1048 Euro einen Rekordpreis erreicht. Jetzt steigt sie wieder auf 1019 Euro. In Dollar war der Anstieg im Frühjahr nicht so stark. Seit August treibt die Dollarschwäche den Goldpreis. Heute erreicht er mit 1421 Dollar je Feinunze ein neues Rekordhoch. Es gibt zwei Käufergruppen: besorgte Anleger, die Sicherheit für ihre Ersparnisse suchen, und Spekulanten, die vom Goldtrend profitieren möchten. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, wann die Spekulanten ihre Gewinne realisieren.
Verteidigungsminister zu Guttenberg hat mit Äußerungen zur militärischen Sicherung von Handelswegen große Empörung in der Opposition hervorgerufen. Die SPD warnte davor, den Verteidigungsauftrag der Bundeswehr umzuinterpretieren. Bei einer Tagung in Berlin hatte der CSU-Politiker gesagt, die Verbindung zwischen Wirtschaftsinteressen und Sicherheitspolitik müsse offen diskutiert werden. In anderen Regionen der Welt sei dieser Zusammenhang längst eine Selbstverständlichkeit. Im Frühjahr war der damalige Bundespräsident Köhler nach ähnlichen Äußerungen massiv kritisiert worden und daraufhin zurückgetreten. 100 Tage ist es jetzt her, dass eine gigantische Flut über Pakistan hereinbrach. Die Wassermassen bedeckten ein Fünftel des Landes, eine Fläche ungefähr so groß wie Belgien, die Schweiz und Österreich zusammen. 20 Millionen Menschen waren betroffen. Weil Ausmaße und Folgen, die Krankheiten, der Hunger, erst nach und nach sichtbar wurden, sprachen die Vereinten Nationen von einer Katastrophe in Zeitlupe, die leider auch nur im Zeitlupentempo bekämpft wird. Die versprochenen Hilfsmilliarden der internationalen Gemeinschaft sind erst zu gut einem Drittel eingetroffen. Und wie Florian Meßmann auf seiner Reise durch Pakistan erlebt hat, stehen noch immer Teile der Südprovinz unter Wasser, leben noch immer Millionen Menschen in großer Not. Schon seit Stunden geht nichts mehr auf der Nationalstraße im Süden Pakistans. Verzweifelte Dorfbewohner blockieren den Verkehr und verlangen Hilfe. Lang lebe die Revolution, rufen sie schließlich. Schnell geben die beiden Polizisten auf. Mohammad Usman und die anderen aus dem Dorf bleiben wütend. Vor ein paar Wochen sind sie zurückgekehrt, doch die versprochene Hilfe ist nie gekommen. Wir haben nichts zu essen, das Wasser ist noch da, unsere Häuser sind voller Schlangen und überall gibt es jetzt Moskitos. Unsere Kinder sind bereits krank geworden. Und dann zeigt uns Usman sein Dorf. Seitdem er vor 3 Jahren einen Fuß verlor, ist er auf das angewiesen, was seine Söhne verdienen. Hier gibt es kein sauberes Trinkwasser und manchmal bekommen die Kinder tagelang nichts zu essen. Usman wundert sich, warum von den Millionen Hilfsgeldern aus der ganzen Welt nichts geblieben ist für ein wenig Mehl und Öl für das Dorf und seine Kinder. Die mächtigen Leute verteilen die Hilfe zuerst an ihre Freunde. Unser Dorf gehört offenbar nicht dazu. Wir bekommen keine Kleidung, keine Nahrung und ich weiß nicht, wie wir den Winter überstehen sollen. Wir machen uns auf den Weg in die nächste Stadt, Zujawal. Kilometerweit überschwemmt das Wasser noch immer die Ackerflächen. Wie und wann es einmal ablaufen wird, wisse niemand, sagen die Dorfbewohner. In Zujawal drängen sich die Menschen vor dem Distriktbüro. Dort gibt es sauberes Trinkwasser aus einer Aufbereitungsanlage und einen Verwaltungsbeamten, der genau weiß, dass sein Staat vielen Flutopfern nicht einmal genug zu essen geben kann. Wir haben ein Problem. In vielen Dörfern haben wir nicht genug Nahrung. Wir können nur das verteilen, was wir von der internationalen Gemeinschaft bekommen. Das reicht für 10.000 Familien. Hier leben aber 25.000 Familien. Das ist unser Problem. Da geht es den Flutopfern im Dorf Koruna im Nordwesten Pakistans besser. Hier arbeiten die Menschen an Notunterkünften für den Winter. Die Familien lebten seit der Flut unter freiem Himmel. Mehrere hundert Häuser sollen entstehen. Die Vereinten Nationen haben Baumaterial besorgt. Am Mittag besuchte eine Delegation der Europäischen Kommission das Modellprojekt. Bei dem Ausmaß dieser Katastrophe ist es ganz wichtig, dass wir nicht die Arme hängen lassen, sondern dass wir jetzt durchstarten, wenn ich so sagen darf. Die Kommission hat zum Beispiel, das ist ganz einmalig, in diesem Jahr für humanitäre Kurzhilfe 150 Millionen Euro bereitgestellt. Doch auch im Norden wird noch mehr Hilfe gebraucht. Diese afghanischen Flüchtlinge leben in Trümmern. Sie klagen über steigende Nahrungsmittelpreise. Sie machen die Regierung für die Not verantwortlich. So wie viele Menschen im Land. Das könnte den Staat noch instabiler machen. Das große Risiko für unser Land nach der Flut liegt in der wachsenden Abhängigkeit. Die Menschen verlassen sich immer mehr auf Hilfe und der Staat auf die Unterstützung aus dem Ausland. Dabei sollten wir unsere Wirtschaftsprobleme selber lösen. Pakistan hat die Folgen der Flutkatastrophe noch lange nicht überstanden. Die ersten Parlamentswahlen in Myanmar seit 20 Jahren haben ein Ergebnis gebracht, das niemanden überraschen wird. Noch einmal Judith Rakers.
Die Militärjunta im früheren Birma erklärte sich zum Wahlsieger. Die Opposition, UN-Generalsekretär Ban und US-Präsident Obama nannten die Abstimmung eine Farce. Ausländische Beobachter und die Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi waren nicht zugelassen. Derweil hat das Militär einen Aufstand von Rebellen an der Grenze zu Thailand offenbar niedergeschlagen. Mehr als 12.000 Bewohner der Region sind vor den Kämpfen nach Thailand geflohen. Sie sollen aber umgehend zurückgeschickt werden. Die evangelische Kirche in Deutschland hat einen neuen Ratsvorsitzenden, Nikolaus Schneider. Das Kirchenparlament wählte ihn in Hannover mit großer Mehrheit. Schneider übte dieses Amt bereits ein Dreivierteljahr übergangsweise aus, nachdem seine Vorgängerin Margot Käßmann im Februar wegen einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss zurückgetreten war. Fast 100%. Das Ergebnis war eindeutig. Nikolaus Schneider, 63 Jahre alt, ist seit heute Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland. Einziger Kandidat zwar und seit dem Rücktritt Käßmanns bereits kommissarisch im Amt. Liebe Frau Präses, liebe Schwestern und Brüder, ich nehme die Wahl an und danke Ihnen ganz herzlich für dieses Wahlergebnis. Der Mann vom Niederrhein wächst als Arbeiterkind in Duisburg auf. Schon als junger Theologe setzt er sich für die Menschen im Revier ein, kämpft um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Er ist Freund der Ökumene, seine Stärke, die Seelsorge und die moderate Vermittlung. Dennoch will er eine starke Stimme sein und sich einmischen in politische Themen, etwa den Atomkonflikt. Ich halte es für falsch, dass die Laufzeiten verlängert wurden. Aber eins ist ganz klar, was die Endlagerfrage angeht, da haben wir auch noch einiges vor uns. Denn dieses Zeug muss irgendwann mal endgelagert werden. Der Ratsvorsitzende ist auf 5 Jahre gewählt. Gesicht und Stimme von knapp 25 Millionen Protestanten in Deutschland. In vielen Städten ist heute der Opfer der Pogromnacht vor 72 Jahren gedacht worden. In der Nacht des 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten in Deutschland Synagogen in Brand gesteckt und Geschäfte und Wohnungen jüdischer Bürger zerstört. Zahlreiche Menschen starben. In der Frankfurter Paulskirche mahnte der deutsch-französische Publizist Alfred Grosseur, an den anderen zu denken sei eine Voraussetzung für den Frieden. Seine Rede war mit Spannung erwartet worden. Wegen seiner kritischen Haltung zur israelischen Politik gab es Unstimmigkeiten mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Der befürchtete Eklat blieb jedoch aus. Vor 21 Jahren verlangten Hunderttausende DDR-Bürger, die Mauer muss weg. Heute berät ein ganzes Gremium von Wissenschaftlern, wie man die Betonwand am besten wieder aufbaut, um sie als Denkmal zu erhalten. Denn in Berlin muss man lange suchen, um noch Mauerteile zu finden. Und die wenigen von Wind, Wetter und Mauerspechten mürbe gemachten Überreste drohen unter den Händen jener Berlin-Besucher einzustürzen, die Geschichte unbedingt anfassen wollen. Ein Stresstest soll nun klären, wie belastbar das einstige Bollwerk des Kommunismus heute noch ist. Griet von Petersdorf hat mitgetestet. Die Berliner Mauer in der Bernauer Straße macht einen etwas angeschlagenen Eindruck, weshalb sich Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Sorgen macht. Die sogenannten Mauerspechte sind tief in das ausgefeilte Innere des Bauwerks vorgedrungen und die Starrverstrebungen, nunmehr schutzlos der Umwelt ausgesetzt, fangen an zu rosten und halten nicht mehr, was sie eigentlich halten sollen. Wir wissen, dass die Mauer auf keinen Fall in den Straßenraum fallen kann, aber sie fällt, wenn, auf die andere Seite. Und auch dieses Gelände, was natürlich jetzt zur Gedenkstätte gehört, dafür sind wir verantwortlich. Und auch dafür müssen wir Sorge tragen, dass dort niemand unserer Besucherinnen und Besucher zu Schaden kommt. Und das ist jetzt eben in der Untersuchung, wie wir da einen Weg finden können, hier die Mauer gewissermaßen verkehrssicher zu machen. Im 21. Jahr nach ihrem Fall steht die Mauer also nicht mehr sicher, sagt zumindest ein Gutachten. Deshalb nun die bizarre Lage einer Mauer, die nun selbst eingesperrt ist. Kann sie mal sehen, wie das ist. Jedenfalls, die Mauer bleibt da drin, bis die Frage der Standfestigkeit dauerhaft geklärt ist. Und das geschieht hier an der Universität Cottbus. Erst einmal werden einige Streben abgeflext. So ist die Mauer im ähnlichen Zustand wie die in Berlin. Und dann wird kräftig gezogen, stellvertretend für kräftigen Wind. Der Fuß der Mauer hebt sich leicht, aber sie bricht nicht. Eine Strebe nach der anderen wird entfernt, die Zugkraft erhöht. Die Mauer bröckelt, aber sie fällt nicht.
Deutsche Wertarbeit eben. Keine Gefahr also für die Mauer in der Bernauer Straße, das weiß man nun. Nun aber Lust aufs Maximale. Keine Strebe hält mehr 8,4 Kilonewton Windlast und Hadauts. Nee, wir haben sicherlich hier übers Ziel hinausgeschossen und haben hier mit aller Macht und mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften dieses Element zerstört. Aber das wird in der Realität nie passieren, versprechen die Bauingenieure. Jedenfalls kaum war diese Mauer gefallen, setzte das gleiche Verhalten ein, genau wie vor 21 Jahren. Geradezu instinktiv, ob Student, ob Ingenieur, alle griffen nach den Mauerstückchen als Mitbringsel zur Erinnerung an das einmalige Ereignis des Mauerfalls. So einen anderen und deutlich härteren Stresstest hat der Proband, den wir Ihnen jetzt zum Schluss noch mal zeigen wollen, nicht bestanden. Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte vergangene Woche seinen Pressesprecher Michael Offer in filmreifer Form abgewatscht. Herr Offer, reden Sie nicht, sondern sagen Sie, dass die Zahlen jetzt verteilt werden. Meine Kollegen kümmern sich ja schon. Und so lange verlasse ich jetzt noch mal diese Pressekonferenz, bis Sie wenn Sie die Zahlen verteilt haben, sagen Sie mir Bescheid. Okay. Ich hatte Ihnen vor einer halben Stunde gesagt, sorry. Und ich hatte die Wette angeboten, Sie werden sie nicht verteilt haben. Vor einer halben Stunde. Gut, ich kümmere mich, wir sehen uns gleich. Tja, sein Pressesprecher brachte Minuten später die herzitierten Papiere und heute dann seine Kündigung. Manche sagen sogar wieder ein bisschen zu spät. Auch wir verabschieden uns jetzt, wenn auch nur bis morgen, und empfehlen Ihnen das Nachtmagazin mit Ingo Zamperoni heute um 0.15 Uhr. Und im Anschluss prophezeit jetzt erstmal Alexander Lehmann im Wetter stürmische Zeiten. Wir wünschen dennoch einen schönen Abend.